Hey liebe Campingfreunde, ich bin's euer Max von Campland Bong und ich melde mich hier von der Fan-Händler-Tagung und hier steht der neue Tendenza in einer neuen Baureihe 560 SFDW, euer fahrendes Feriendomizil und wie der aussieht, das seht ihr jetzt in unseren Highlights. Viel Spaß damit! Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten. Fan Tendenza 560 SFDW. Für was steht denn das SFDW? Das S steht für den Slim Tower Kühlschrank, das F für das französische Bett. Hier hinten im Heckbereich, es ist eigentlich ein schönes Queensbett, was in der Mitte sitzt. Das D steht für die Dusche separat. Ganz toll und vor allem viel Platz habt ihr da drin. Und das W steht für die Warmwasserheizung. Jetzt haben wir eine Länge von 7,72 Meter und die Breite beträgt 2,50 Meter. Und das Tolle ist bei den neuen Fan-Modellen, die Innenstehhöhe ist 1,98 Meter. Ihr habt mehr Platz und große Personen können dann wunderbar auch mal in einem Wohnwagen stehen. Und jetzt haben wir eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1570 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1800 Kilo. Also habt ihr auch ausreichend Zuladung. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir einmal zum Exterieur. Wir starten einmal hier vorne beim Bug und ihr seht, der Fendt hat ein neues Familiengesicht bekommen, ein smartes Lächeln von der Diamantbaureihe übernommen. Und wir öffnen mal den Gaskasten. Und hier haben wir natürlich Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Optional könnt ihr auch 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen. Dafür braucht man dann noch eine spezielle Einlage. Auf der linken Seite seht ihr einmal den rollbaren Abwassertank. Und das Ganze ist einfach sehr wertig. Wir haben hier einmal ein Alu-Riffelblech drin. Das ist wirklich sehr sauber und sehr aufgeräumt auch hier vorne wirkt. Wir schließen das mal. Wir haben hier vorne im Bugbereich noch ein Fenster, was ihr sogar öffnen könnt. Und durch dieses Bugfenster wirkt der Innenraum einfach noch viel größer, Licht durchflutet und es macht einfach Spaß. Und jetzt kommen wir einmal zur Vorzeltseite. Und der Fan hat einfach eine ganz tolle Silhouette. Direkt hier vorne haben wir einmal ein kleines Staufächlein. Wir öffnen das mal. Hier könnt ihr wunderbar Sachen reinladen. Und schau mal hier, Tobias, auf der rechten Seite kann man durchladen. Auch mal lange Sachen. Das ist doch auch mal toll und praktisch. Und jetzt schauen wir uns mal das Blech an, weil das ist ein Hammerschlagblech. Und ein Hammerschlagblech hat natürlich zwei große Vorteile gegenüber einem Glattblech. Aufgrund der Struktur kann es wesentlich dünner sein. Wir haben einen Gewichtsvorteil. Und wenn da mal ein Dällchen drin ist, dann fällt das nicht so direkt auf. Ja, und jetzt gehen wir weiter weg. Schau mal, wir haben 1, 2, 3, 4 Fenster. Das macht das ganze Fahrzeug noch lichtdurchfluteter. Und die sind bereits leicht getönt. Wir haben ganz dezenten Dekorstreifen. Und jetzt achte mal auf die Farbe. Das ist jetzt hier in einem Bronzeton auch noch mal hinterlegt. Und das ist natürlich schön verspielt. Es sieht sehr stimmig aus und es ist aber nicht zu viel, finde ich. Jetzt haben wir einmal eine Leichtmetallfelge in Schwarz mit dabei. Direkt links daneben ist einmal der CE-Stecker, die Hauptstromversorgung für das Fahrzeug. Und jetzt kommen wir mal Richtung Heck. Ja, und das Heck, das hat mich einfach wirklich geflasht. Es ist neu, es ist von der Diamantbaureihe übernommen und es ist einfach futuristisch, automotiv und vor allem sportlich. Schaut euch mal den Heckleuchtenträger an, wie schick das einfach aussieht. Und unten drunter ein sehr markanter Heckdiffusor. Aber es ist einfach toll. Jetzt hier nochmal in dem Schwarzton wirkt es einfach sehr modern. Und ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir einmal rein, weil von innen sieht er richtig schön aus. Jetzt gehen wir einmal zusammen rein. Bevor wir nur reingehen, schauen wir uns mal die Tür an, weil die Tür hat eine gewisse Dicke. Einfach daher, dass in dem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll. Wir haben hier einmal ein Fenster integriert, was wir natürlich einmal abdunkeln können. Der Mülleimer darf nicht fehlen, auch mit dabei. Und wir haben natürlich eine Fliegenschutztür integriert. Sieht man fast gar nicht, ist gut versteckt. Und jetzt geht der Kameramann einmal rein, schwenkt durch den Raum. Ich komme hinterher und wir beginnen in dieser tollen Rundsitzgruppe und wir schauen uns mal das Dekor an. Das Dekor hat sich geändert zum Modelljahr 2023. Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen schlammfarben geworden. Dennoch im Hochglanz gefällt mir persönlich sehr gut, sieht schick aus. Und auch nochmal hier mit den Naturtönen haben die gearbeitet. Also es ist ein schöner Kontrast drin und ihr seht auch nochmal gerade die Stehhöhe, die ich hier drin habe. Ja, ich bin 1,88 groß, die Fans sind noch größer geworden. 1,98 Meter Innenstehhöhe, das hier oben ist in so einem Weißton gehalten, passt natürlich auch nochmal gut dazu. Und jetzt beginnen wir in dieser Rundsitzgruppe auch mal bei den Hängeschränken. Ihr seht, wir haben rundherum einmal eine ambiente Beleuchtung. Ich öffne auch mal hier die Schränkchen, dass ihr mal sehen könnt, was ihr so alles mitnehmen könnt. Jede Menge, auch nochmal, Entschuldigung, clever unterteilt, muss ich euch nochmal kurz zeigen. So, dann machen wir die auch mal auf.
Und wenn man die schließt, ihr habt es schon gesehen, ein Soft-Close-Scharnier. Schließt sauber und sanft. Und jetzt setze ich mich mal hier in diese Rundsitzgruppe rein und schaut euch auch mal die Polsterkombination an. Das ist doch mal toll. Ja, und das Alternativpolster, das blenden wir euch an der Stelle auch einmal ein, wie das ausschaut. Und jetzt haben wir auch noch so clevere Ablagemöglichkeiten. Hier unten, vor allem noch mal so eine ambiente Beleuchtung hinterlegt. Wir haben natürlich auch Stromanschlüsse auf der rechten Seite, einmal 230 Volt Anschluss. Hier bei mir links USB-Anschlüsse, zwei Stück. Wir haben hier einmal drei Fenster. Ja, und dadurch hat man immer den Blick ins Freie, jetzt in dem Fall auf die anderen Fahrzeuge. Aber es sieht schön und gefällig aus. Man hat eine große Blickachse. Also man kann einmal so durch den ganzen Raum schauen, was ich auch immer persönlich ganz wichtig finde. Hier oben haben wir neue Lämpchen bekommen, sehe ich gerade. Und eine ambiente Beleuchtung, die auch nochmal hier drunter geführt ist. Also jede Menge Licht. Und man kann nicht nur hier gut dran sitzen an dieser Rundsitzgruppe. Man kann das Ganze auch zu einem Bett umbauen. Und wie das funktioniert, das probieren wir jetzt mal zusammen aus. Und zwar machen wir mal die Deko dafür erstmal zur Seite. Die tun wir auch mal weg. So. Der Tisch wird abgesenkt. Da gibt es hier so einen Hebel für. Den drehen wir mal um 180 Grad. Drücken den Tisch runter. Wird wieder zurückgedreht. Und jetzt müssen wir mal schauen. Also es fängt an, dass man die Sitzkissen einmal in die Mitte zieht. Eins, zwei. So. Und vermutlich werden die dann umgelegt. So, das gleiche machen wir mal auf der anderen Seite. Da muss ich nur selber ein bisschen ausprobieren. So. Sieht es doch schon mal richtig aus. Kommt das hier wahrscheinlich hier rein. Das ist manchmal so ein bisschen wie Tetris. Aber so in etwa wird das Bett umgebaut. Ich tue das mal an Seite, damit ihr einfach mehr seht. Und dann hat man ganz schnell einfach noch eine zusätzliche Schlafmöglichkeit geschaffen. Ich würde sogar sagen, fast für zwei Personen. Ob Enkel, ob Kinder oder der Besucher. Die kann man hier noch platzieren, wenn man das so ein bisschen abrunden möchte mit dem Schlafkomfort. Hol euch noch eine Matratze, eine zusätzliche oder noch einen Topper, den man hier drüber legt, damit man hier diese Ritzen nicht so spürt. Wir bauen das mal um und während wir das umbauen, schauen wir auch mal die Staubfächer rein. Und da gucken wir direkt mal hier vorne an der Türseite, weil hier haben wir natürlich einmal eine Fantüte drin liegen. Ja, wir haben aber Platz und wir müssen das hier nicht komplett umbauen. Wir haben hier sogar auf der Stirnseite einmal so eine Klappe, damit wir direkt von der Türseite einladen können. Da tue ich zum Beispiel immer gerne meine Schuhe rein. Jetzt klappen wir das einmal um. Die Polster kommen ja auch wieder zurück. So. Und jetzt gucken wir mal hier rein in die Seite. Und hier sitzt unsere alte Warmwasserheizung. Das W steht ja für alte Warmwasserheizung. Und rechts daneben ist einmal der Frischwassertank, der fasst jetzt hier 47 Liter. Bei so einem Fahrzeug würde ich aber immer noch einen City-Wasseranschluss mitbestellen oder nachrüsten, weil wir haben ein Fahrzeug mit einer separaten Dusche, dass ihr dann eine dauerhafte Warmwasserversorgung habt. Oder gesagt, eine dauerhafte Wasserversorgung habt. Das schließen wir einmal, machen das hier in dem Bereich wieder schick und dann kommen wir einmal zur Küche. Ja, wir sind im Küchenbereich und wir beginnen auch hier mal im Küchenbereich. Oben bei den Hängeschränken natürlich nochmal mit einer ambiente Beleuchtung. Wir machen mal die Fächlein auf, damit ihr da mal reinschauen könnt. Hier nochmal clever unterteilt. Und ich suche immer den Platz für eine Kaffeemaschine. Ihr kennt's und der würde hier oben sitzen oder vielleicht hier links unten. Da haben die jetzt zum Beispiel auch mal eine hingestellt. Ist natürlich für die Fahrt nicht so ganz praktisch. So, jetzt klappen wir das mal hier wieder zu. Und Fendt hat ein neues System auf den Markt gebracht. Zusammen mit Silvi, ihr kennt das. Vielleicht schon mit einem Magnet. Da kann man so ein bisschen was reintun, Gewürz oder etwas in die Richtung. Ganz clever gelöst mit einem Magnet. Zack, kann ich das wieder fixieren. Dann haben wir einmal eine Beleuchtung nochmal darunter, damit wir hier in dem Bereich natürlich nochmal vernünftig arbeiten können. Hier eine schöne Blende nochmal drum. Wir haben Lichtschalter, wir haben 230 Volt Anschlüsse, damit da auch eure Küchengeräte natürlich perfekt angeschlossen werden können. Und jetzt schauen wir uns mal den neuen Kocher an. Der ist groß, man kann da auch mal wirklich vernünftig drauf kochen. Piezozünder ist natürlich auch mit dabei, dass man hier nicht mehr mit einem Feuerzeug hantieren will oder muss. Und wenn man das jetzt sauber machen möchte, geht das auch ganz einfach. Man geht hin, zieht das einfach raus, schnappt sich einen feuchten Lappen und kann dann hier sauber drin einmal alles zusammenwischen. Jetzt stecke ich das mal wieder da rein. Und wenn man gekocht hat, gehört es leider dazu, dass man auch mal den Abwasch macht. Ich gehe mal ins Spülhaus dafür.
Aber wenn mal ein Schlechtwettertag ist, dann mache ich das auch mal im Fahrzeug. Das geht hier auch, weil wir haben eine wirklich große Spüle. Natürlich warm Wasser an dem Bereich auch. Und jetzt klappt mir das schon wieder zu. Dann hat man nämlich natürlich auch die Möglichkeit, hier seinen Arbeitsplatz ein bisschen zu erweitern aufgrund der Glasabdeckungen. Und jetzt schauen wir mal hier in die Staufächer rein. Wir beginnen mal hier oben. Wir haben einen Besteckschubladeneinsatz mit dabei. Wir haben hier einmal die zwei Absperrventile für die Gasanlage. Wir machen das auch einmal hier zu. Ihr seht, ein Softclose-Scharnier ist mit dabei. Hier unten drunter ein großes Fach, perfekt für Pfannen, Töpfe. All das, was ihr so mitnehmen wollt, beachtet nur, dass es nicht über 10 Kilo beladet. Hier unten drunter auch nochmal ein Fächlein. Bisschen kürzer, liegt daran, dass daneben oder dahinter einmal der Radlauf ist. So, und jetzt kommen wir mal zum großen Kühlschrank. Der sitzt direkt hier neben, auch nochmal in dem gleichen Dekor wie die Hängeschränke. Und der hat einen Doppelanschlag. Jetzt haben wir hier oben nochmal ein Gefrierfach drin. Man kann das sogar optional herausnehmen. Hier unten ist einmal ein Gemüsefach enthalten. Und jetzt habe ich es natürlich von der Bettseite geöffnet. Wenn man so im Küchenbereich steht, dann öffnet man das natürlich von der Seite. Also ganz praktisch. Darunter ist auch nochmal ein Staufach. Da werfen wir auch mal einen Blick rein. Schau mal, auch nochmal jede Menge Staumöglichkeiten, die man da schafft. Und so ein Fach nutze ich immer gerne für Küchenutensilien. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir mal zu dem Block hier gegenüber. Ja, und ihr seht, wie groß der Block ist. Was verbirgt sich dahinter? Das Bad mit der separaten Dusche. Wir haben hier vorne aber nochmal, bevor ich das jetzt öffne hier, nochmal so einen schönen stylischen Kleiderhaken. Auch nochmal so eine schöne Optik hinterlegt. Jetzt mache ich mal die Tür auf. Und jetzt schaut euch mal diesen tollen Raum an. Ja, ich hoffe, das kommt rüber. Wir stehen jetzt hier gerade in der Messehalle drin. Hier ist das natürlich mit der Beleuchtung immer ein bisschen suboptimal. Es ist kein Tageslicht. Und bei Tageslicht wirkt das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen freundlicher von den Farben. Jetzt gehe ich einmal rein. Hier oben haben wir einmal die Hängeschränke. Hier können wir natürlich perfekt eure Hygienartikel unterbringen. Hier haben wir auf der linken Seite einmal einen 230 Volt Anschluss, damit ihr mal einen Rasierer, einen Föhn oder ein Glätteisen anschließen könnt. Und dann haben wir hier noch so eine Kabeldurchführung, dass ihr euch die Sachen dann hier unten hinlegen könnt. Jetzt haben wir einen Riesenspiegel auf der Seite und ihr seht schon, der Heizkörper, wir haben hier eine Warmwasserheizung. Heizen wie zu Hause, ganz praktisch und perfekt für den Winter, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben hier eine Tedford Banktoilette und jetzt drehe ich mich schon mal so vorsichtig und jetzt schaut euch mal die Dusche an. Das ist doch ein Traum. Ich gehe auch mal rein. Ich habe zwar Schuhe an, aber das kriegt man schon sauber. So, ich will euch nämlich zeigen, wie viel Platz ihr da drin habt. Ich bin 1,88 groß, wiege 90 Kilo. Ich kann das hier aber noch problemlos zumachen. Ja, und man hat wirklich viel Platz hier drin. Ich kann mich drehen. Ich kann hier sauber an die Armatur greifen. Das ist einfach gut gelöst. Es ist sehr hoch, muss man sagen. Also für ein kleines Kind kann man das schon fast als Badewanne nutzen. So sieht das schon fast aus. Man muss einen etwas größeren Schritt machen. Vermutlich haben die das aus dem Grund gemacht, dass einfach die Feuchtigkeit auch in der Dusche bleibt und nicht rausläuft. Jetzt machen wir das mal wieder zu und kommen Richtung Bettbereich. Und das ist wirklich toll. Also mir gefällt das, wenn man so ein Queensbett hat. Wir haben rechts und links einmal Staumöglichkeiten. Da schauen wir jetzt mal rein. So, großer Kleiderschrank, hier oben noch mal eine Ablage. Es ist wirklich viel, viel Platz. Und wir sind immer noch im Einachserbereich, 560er. Das ist ja kein Doppelachser, es ist immer noch ein Einachser mit 2,50 Meter Breite. So, das machen wir auch noch mal auf. Clever unterteilt, kann man noch mal ein paar Sachen unterbringen. Jetzt haben wir hinten auch noch ein Fach. Mal schauen, ob ich da dran komme. So, hier haben wir sogar Kissen. Und eben als ich den Bettumbau gemacht habe, verwendet man natürlich die Kissen, nicht so wie ich es gemacht habe. Dann hat man eine tolle große Schlaffläche. Und jetzt kommen wir mal hier zu den Elementen. Man sieht es nämlich fast gar nicht. Hier hinter ist nämlich die Heizung versteckt und auch die Bordelektronik. Also zumindest ein Teil von der alten Warmwasserheizung. Hier oben ist der Sicherungsautomat, Umwandler 230 Volt auf 12 Volt, Lichtsteuermodul von Fendt. Ganz clever, es nimmt keinen Platz weg und hat einmal hier seinen Platz gefunden an der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir kein Fächlein und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Bett. Es ist ein Queensbett, es ist ein großes Bett und es ist gerade in der Parkposition. Ihr seht das, es ist rangedrückt. Ich mache das mal kurz hier zu. So. Ihr seht das, es ist rangedrückt, damit man einfach hier noch so ein bisschen Platz gewonnen hat. Man kann jetzt auch super sich mal so anlehnen, man kann sich so ein bisschen hinflezen. Man hat rechts und links nochmal Fenster, dass man rausschauen kann. Und wenn man jetzt schlafen möchte, dann zieht man einfach hier dran. Und dann haben wir das Bett schon umgebaut. Und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Staumöglichkeiten unterm Bett. Da liegt zwar jetzt viel drin,
aber dann könnt ihr euch nochmal anschauen, was da so alles reinpasst. Weil serienmäßig gibt es bei dem Fan Tendenza einmal einen Teppich mit dazu. Da liegt unser Kamera-Equipment drin. Die Schlafwelt von Fan ist mit dabei. Das sind also Kissen und auch einmal das Plümo, was da mit dabei liegt. Jetzt machen wir das mal wieder zu und schauen nochmal kurz auf das Lattenrost. Weil das ist natürlich auch nochmal dabei. Zweifach, ja, also rechts und links, dass das pro Schläfer quasi perfekt angepasst ist. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal so langsam wieder zurück. Bevor wir nur zurückgehen, schau mal hier. Wenn man ein bisschen seine Privatsphäre haben möchte, macht man sich einfach das PC zu. Schöner Sichtschutz, kein Geräuschschutz, aber natürlich nochmal eine ganz praktische Möglichkeit. Und jetzt gehen wir mal so langsam zurück, weil ein Thema oder eine Sache habe ich komplett übersprungen. Eure TV-Ecke. Die sitzt nämlich hier an der linken Seite. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber ich möchte trotzdem nochmal das ganz kurz ansprechen, weil hier haben wir einmal einen Fernsehgelenkhalter dran. Jetzt können wir den TV nehmen, schön hier in den Raum stellen, dass man von dem Bereich Fernsehen schauen kann. Aber ihr seht eine Sache, das wird was knapp. Ne? Also drehen kann man den jetzt gerade nicht Richtung Schlafbereich. Ich würde euch deswegen noch in dem Schlafbereich einen Fernsehgelenkhalter noch nachmontieren können. Geht, denke ich, auch ganz gut. Wir haben hier an der Seite aber auch nochmal ein Koaxkabel, also die Kabel sind hier schon verlegt da hinten. Wir haben einmal einen 230 Volt Anschluss und da unten auch noch einmal einen. Und hier haben wir nochmal so eine Ablage, die man natürlich auch nochmal nutzen kann. Dann haben wir so ein kleines Sideboard, hier steht jetzt eine Kaffeemaschine drauf und unten drunter davon haben wir noch einmal Staumöglichkeiten. So, und jetzt gibt es auch noch eine Neuerung in dem Modell, ja, es ist alles neu und auch die Steuerung davon. Fendt Caravan Connect. Das ist das neue Bedienpanel. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, Licht an- und auszumachen. Jetzt können wir das auch via Bluetooth quasi ja, ansteuern. Wir können darüber die Lichtsteuerung übernehmen. Wir können die Heizung aktivieren. Und wenn das mal nicht über das Handy gewünscht ist, haben wir das Bedienpanel von der alten Warmwasserheizung auch einmal links daneben. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir fürs Fazit einmal nach draußen. Wir kommen zum Fazit vom Fan Tendenza 560 SFDW. Ein ganz toller Grundriss, ein neuer Grundriss, euer fahrendes Feriendomizil. Wir haben ein tolles Queensbett einmal hinten im Heckbereich, eine Rundsitzgruppe und sogar eine separate Dusche. Das gefällt mir so gut daran. Und schreibt mal gerne ins Kommentarfeld, wie euch der Tendenza gefällt. Und vergesst nicht, lasst ein Abo da. Bis bald, euer Max.